Bist du lieb und bist du brav und bist du treu mir morgen und heut, dann rück näher, noch viel näher, denn ich hab was für dich, was dich freut. Die Idee zu unserem Erhard-Projekt oder zu unserem Erhard-Abend hatte ich. Und wo dann der erste Lockdown kam, bin ich da fester dran, habe viel recherchiert und nachguckt und viel gelesen. Ich hatte ja Zeit, wie so viele. Und habe dann ziemlich früh Susanne gefragt, Susanne Hinkelbein, weil Musik für so eine Art von Aufführung unbedingt für mich wichtig ist. Hätte man sämtliche Berge der ganzen Welt zusammengetragen und übereinander gestellt und wäre zu Füßen dieses Massivs ein riesiges Meer, ein breites und tiefes, und stürzte dann unter Donnern und Blitzen der Berg in dieses Meer. Na, das wird spritzen. Wir wollten nicht nur die Schinkelbatscher und die Kalauer, was es ja wirklich gibt, wir wollten auch die melancholische Seite, die kritische Seite, was er wirklich hat. Und so haben wir also so bunt wie möglich geschaut und rausgesucht. Und das Pool, aus dem man da schöpfen kann, ist ja fast unerschöpflich, muss man sagen. Dann wäre da bar jeden Ruhms so manche Tat des Christentums, die eben wegen seiner Lehre am besten unterblieben wäre. Man denke da zum Beispiel an Inquisition zuerst, und dann an Waffensegnung mit Gebeten, um andere Gläubige zu töten. Es kommt immer wieder vor, dass Leute danach kommen und sagen, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Heinz Erhard so bunt ist und auch so kritisch aus der Zeit. Und das ist für mich der Reiz dran. Sehr geehrte Honigbienen! Wir Verbraucher danken Ihnen jetzt. Ich freue mich, wenn Leute lachen, und ich glaube auch, dass wir mit dem Programm die Leute aus dem Alltag rausholen und vielleicht ein kleines bisschen glücklicher machen. Und die Steinchen, schlaf ein, schlaf einchen. Herrschaft, das gibt's doch wieder. Komm, schlaf doch, wie wir machen, und deine Glotzbändel zu und fertig ist es.